Tanzzeit Düsseldorf präsentiert. Einfach Tanzen Podcast. Dein Podcast für Tanz, Bewegung und Kultur. Heute mit Tanzinterview. Herzlich willkommen im Einfach Tanzen Podcast. Der Podcast im deutschsprachigen Raum, der dir die spannendsten und inspirierendsten Themen der gesamten Tanzwelt präsentiert. Heute spreche ich mit einem ganz, ganz spannenden Gast über verschiedene Themen. Du kannst gespannt sein. Es ist der wundervolle Alex Heimer. Der ist Tänzer, Choreograf. Er ist aber auch, ich würde sagen, Creator. Er ist Tanzlehrer und er ist im industriell-kommerziellen Bereich des Tanzes, also in der TV-Werbung und Show unterwegs, aber auch ganz, ganz, ganz solide in der Tanzwelt zu Hause. Herzlich willkommen, lieber Alex. Schön, dass du da bist und dass wir heute über ganz verschiedene Themen sprechen dürfen. Hi, schön, dass ich da sein kann. Danke für die Einladung. Ich freue mich und bin mal gespannt, was wir alles so anreißen heute. Als erstes würde ich gerne mit den Zuhörern oder für die Zuhörer von dir erfahren wollen, wie du ins Tanzen gekommen bist. Es gibt immer ganz, ganz verschiedene Tanzgeschichten, jede ist einzigartig. Wie bist du ins Tanzen gekommen, Alex? Das ist tatsächlich relativ klischeehaft. Und zwar war ich 15 Jahre alt, habe leistungstechnisch Fußball gespielt. Und dann gab es einfach so einen kleinen Umbruch in dieser sportlichen Phase, dass das leistungstechnisch nicht mehr funktioniert hat. Und auf, sag ich mal, niedrigerem Niveau hat es mich dann nicht mehr ganz so gereizt, weil beim Fußball ist dann in den unteren Klassen doch häufiger so, dass die Leute das eher aus Gesellschaft machen und um nach dem Training ein Bier zu trinken. Aber ich wollte irgendwie mehr und dann habe ich mich halt komplett umorientiert und bin tatsächlich über Tanzfilme, also der Klassiker schlechthin, zum Tanzen gekommen. Und dann hast du viele Tanzstunden genommen oder wie ist das so weitergegangen? Ich war von diesen Tanzfilmen total geflasht und habe einfach mal geguckt, was gibt es so bei mir jetzt in der Gegend und bin dann in eine Tanzschule gegangen und hatte das wirklich große Glück, dass ich direkt bei dem Lehrer gelandet bin, bei dem ich dann auch viele Jahre gelernt habe, der das wusste ich damals natürlich noch nicht, aber sehr, sehr erfolgreich ist und gewesen ist in seinem Bereich und mir dadurch natürlich auch viele Türen eröffnen konnte. Und ich habe dann letztendlich die gleiche Intensität, die ich auch in diesem Leistungssport Fußball einfach eingesteckt habe, ins Tanzen gesteckt und quasi täglich dann direkt angefangen, Kurse zu nehmen. Und das hat mich natürlich schnell vorangebracht, dann letztendlich rein leistungstechnisch. Weißt du noch, wie der Film hieß? Ja, das waren mehrere. Und zwar war meine Mutter früher schon immer so tanzbegeistert, hat die mit nach Hause gebracht und hat dann halt meine Schwester und mich immer gefragt, ob wir nicht mal mitgucken wollen. Und da haben wir sie dann halt nicht im Stich gelassen und einfach mal mitgeguckt. Und dann haben wir da so eine kleine Leidenschaft auch für entwickelt. Das war vor allem so der erste Step-Up-Film zum Beispiel, den ich auch selbst auch ziemlich gut fand. Jetzt später ist es auch nur noch so Massenproduktion, aber der erste, der hat mich noch richtig mitgerissen. Oder You Got Surf, das ist so ein ganz alter Hip-Hop-Film, der hat mich auch total begeistert. Aber auch so andere Filme, so Center Stage und so, die jetzt nicht unbedingt Hip-Hop versiert sind, haben mich auch komplett gecatcht. Und also es hört sich ja für mich so richtig an, dass du völlig entflammt bist. Und eigentlich nicht mehr loslassen konntest vom Tanzen. Ja, das war auch so ein bisschen so. Also ich habe halt einfach mal angefangen und war von vornherein begeistert. War jetzt auch nicht der Talentierteste oder so, aber ich habe halt gesehen, da geht irgendwie was. Und irgendwie hat es mich total gereizt, dass so viele andere Leute auch besser waren als ich um mich rum in dieser Tanzstunde. Und auch das... Die höheren Levels waren immer alle direkt hintereinander in der Tanzschule. Das heißt, wenn du in den Starterkurs gegangen bist, konntest du danach direkt sehen, was die Leute machen, die es noch besser können quasi. Und das hat auch irgendwie nochmal so einen extra Anreiz geboten, dann immer zu sehen, wo kann es hingehen oder wo soll es hingehen. Alex, wenn man noch nicht Hip-Hop gesehen hat oder ja getanzt hat oder ausprobiert hat, was würdest du den Leuten über Hip-Hop erzählen? Was ist so
das Charakteristische, man sagt ja auch Street Dance, also ich selber bin ja auch kein Spezialist, ist Street Dance Hip-Hop oder umgekehrt? Ich glaube, unter Street Dance, soweit ich das jetzt von meiner Folge von mit Nadine gelernt habe, ist ja doch sehr, sehr umfassend, eigentlich fast alles, was man auf der Straße tanzt. Genau. Kannst du uns ein bisschen was zum Hip-Hop erzählen? Ja, also es ist alles natürlich sehr, sehr verwandt, dadurch, dass die vielen Tanzstile eben in urbanem Umfeld quasi entstanden sind. Und wenn etwas, wenn ein Tanzstil urban entsteht, das heißt innerstädtisch innerhalb einer Kultur, dann fließt auch immer das ein, was vorher war. Das heißt, die einzelnen Kulturen, und so war das eben auch im Hip-Hop. Hip-Hop ist in den 80er, späten 70er, 80er Jahren ungefähr in der Bronx entstanden, in New York. Und da kam eben, es war das, der totale soziale Brennpunkt, aber da waren so viele Kulturen aufeinander, ganz viele Afroamerikaner, Latino-Kultur. Und das ist halt alles damit eingeflossen, quasi in diesen Stil Hip-Hop. Hm. Und ja, macht das Ganze so, so umfangreich, aber auch so, so schwer zu fassen. Hm. Genau, und ja, der Hip-Hop-Tanzstil, also die Hip-Hop-Kultur ist ja noch viel, viel größer, da zählt ja alles Mögliche noch dazu, von grafischer Kunst über die ganze Musik natürlich, die die Charts seit einfach Jahrzehnten prägen. Aber der Hip-Hop-Tanzstil, den kann man wirklich so ein bisschen daran definieren, dass bestimmte Grundtechniken einfach unter den Tanzschritten drunter liegen und man so eine Art, ja, das daran ganz gut skalieren kann, wann ist es jetzt Hip-Hop, wann ist es eher ein anderer Tanzstil oder eher Street-Jazz, Jazz, wie auch immer man das nennen möchte quasi. Gibt es im Hip-Hop verschiedene Einflüsse oder Strömungen, kann man das so sagen? Definitiv, ja. Also es hat natürlich in New York angefangen und dadurch, dass es dann halt größer geworden ist und zum Beispiel auch in die Westküste von Amerika geschwappt ist, kamen da auch wieder ganz andere Einflüsse dazu und dann wurden halt einzelne, mittlerweile könnte man fast sagen, Unterstile adaptiert und mit in diesen Hip-Hop-Verbund sozusagen mit reingenommen. Also und mittlerweile zählt man auch Tanzstile wie Popping oder Locking halt oft mit zum Hip-Hop oder ganz moderne Tanzrichtungen wie Lightfeet, was sich dann später nochmal in Harlem in New York entwickelt hat und sowas. Also es ist schon sehr, sehr umfangreich auch. Es ist, ich gucke ja gerade So Think You Can Dance, es sind sehr, sehr viele verschiedene Bewegungen wieder drin. Gerade bei der Vorauswahl waren ja unfassbar viele verschiedene, aus meiner Sicht, Tanzstile drin. Gehört dann auch dazu, dass man sich irgendwelche Arme oder so ausrenkt? Oder ist das dann schon wieder was anderes? Ja, also Hip-Hop ist insofern eigentlich sehr, sehr frei. Also es gibt natürlich gewisse Social Dances, Grundschritte, Party Dances, die nennt man so, die sich einfach etabliert haben. Das sind dann Schritte, die zum Beispiel durch Musikvideos bekannt geworden sind, die dann irgendwann jeder gemacht hat. Also heutzutage gibt es das Phänomen immer noch. Ich sag mal so in letzter Zeit, was man vielleicht auch mitbekommen hat im Internet, so den Dab oder was weiß ich. Das sind jetzt keine schweren Tanzschritte, aber letztendlich sind es ja auch Schritte, die jeder gemacht hat, weil er sie irgendwo gesehen hat. Und das ist jetzt quasi früher auch schon so gewesen, dass mit bestimmten Songs, Musikvideos einfach Tanzschritte etabliert wurden. Und die nimmt man oder nennt man heute quasi die Basis so vom Hip-Hop. Das sind so mittlerweile, ich versuche danach zu forschen und immer herauszufinden, was gab es noch, was gibt es noch, welche haben sich durchgesetzt. Ich bin mittlerweile bei einer Liste von 120 Grundschritten, es gibt aber wahrscheinlich noch einige mehr. Und basierend auf diesen Grundtechniken werden diese Grundschritte dann halt so variiert, dass du sie in ihrem Ursprung fast gar nicht mehr wiedererkennen kannst. Und dadurch sieht das so unglaublich vielseitig aus und dadurch entsteht einfach diese Masse an Schritten. Und Arme zählen natürlich auch dazu. Mhm. Die sind dann immer so eine Art Style-Element on top, weil im Hip-Hop hast du eben die Möglichkeit, in Polyrhythmen zu arbeiten. Das heißt, dein Körper kann was ganz anderes machen oder dein binnenkörperlicher Bereich, deine Hüfte, die Schulter,
zur gleichen Zeit andere Sachen machen als wiederum andere Körperteile. Das heißt, du kannst zum einen Rhythmus mit deinen Füßen tanzen und gleichzeitig in den Händen was anderes machen, in dem Kopf was anderes machen. Also ich habe Leute gesehen, die haben zum Teil 4, 5 Rhythmen auf einmal vertanzt, was natürlich eine unglaubliche Musikalität verlangt. Aber das ist halt die schöne Möglichkeit, die dieser Stil einem auch bietet. Also ich muss sagen, jetzt wo du mir das so erklärst, verstehe ich teilweise auch Performance noch mal ein bisschen besser oder weiß es auch zu wertschätzen, was ich da sehe. Kannst du sagen, dass, oder wenn du einen Tanzlehrer siehst, kannst du dann sagen, okay, der ist eher von dieser Richtung aus dem Hip-Hop oder von jener? Wie kann man das einschätzen? Oder ja, das kann man schon zuordnen. Also das ist für einen Laien natürlich nicht so leicht machbar. Und da scheitert es ja oft schon bei dem Unterschied, was ist jetzt Breakdance, was ist jetzt Hip-Hop-Tanz sozusagen. Mhm. Aber wenn man sich erstmal damit beschäftigt, kann man das auf jeden Fall machen. Da gibt es einfach verschiedene Indikatoren, die einem dann helfen, das so ein bisschen zu kategorisieren. Mhm. Aber es wird eben auch so viel gemischt, dass die Frage immer im Raum steht, muss man das überhaupt kategorisieren? Mhm. Ist es dann vielleicht auch tatsächlich sinnvoller, mehreren Tanzlehrern zu lernen? Ich weiß ja nicht, wie es bei dir war. Hilft das? Definitiv, ja. Also das empfiehlt sich, wenn man wirklich ein guter Hip-Hopper werden möchte, muss man eigentlich reisen, von vielen Leuten lernen. Und darum geht es eigentlich auch, jetzt nicht zwingend zu reisen, aber sich mit anderen Leuten zu verbinden und sich gegenseitig Sachen beizubringen. Das ist halt, mir hat mal ein sehr umfassend gebildeter Tänzer gesagt, der Unterschied zum Beispiel zwischen dem Ballett und dem Hip-Hop ist, im Ballett versuchst du fast übernatürlich zu wirken, also fast als kämst du aus einer anderen Welt, so schön und zauberhaft und was weiß ich. Und im Hip-Hop ist halt genau das Gegenteil, du versuchst einfach sehr menschlich zu sein, und da geht es eben auch in dem Tanzstil drin, sich mit anderen Menschen auszutauschen, von denen wiederum Bewegungen zu lernen, aufzunehmen, zu integrieren, die zu variieren. Also da geht es viel um das Miteinander. Community ist da immer so ein Wort, was ganz viel in den Raum geworfen wird im Hip-Hop. Ab wann würdest du sagen, wie lange muss ich Hip-Hop getanzt haben oder vielleicht auch prinzipiell getanzt haben, um dann selber kreativ neues Hip-Hop oder neue Hip-Hop-Elemente erschaffen zu können? Also ich weiß ja nicht, ob es das bei euch gibt, aber ich vergleiche das immer mit dem, wie es in meinen Tanzstilen ist. Bollywood und Oriental bin ich ja mehr zu Hause, wenn es darum geht. Ansonsten für die Kinder ist man ja auch immer viel, viel freier, da was zu kreieren. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ich einige Jahre lang erstmal von anderen lernen musste, bevor ich in der Lage war, selber was zu kreieren. In der Regel ja, also definitiv kann ich so unterschreiben. Aber man versucht mittlerweile immer früher diesen Prozess anzustoßen. Also ich versuche mittlerweile auch schon mit Anfängern immer zu sagen, okay, denkt euch hier mal, was weiß ich, eine Pose aus oder einen kleinen Schritt oder fügt man einen eigenen Arm hinzu oder so. Also man versucht diese kreativen Prozesse möglichst früh mittlerweile rauszukitzeln, weil man fängt so oder so bei Null an und es wird erstmal noch nicht das Wahre sein sozusagen, und dementsprechend ist es natürlich umso besser, desto früher ich dann letztendlich anfange, mich auch ja diesem Teil des Tanzes zu widmen und nicht einfach nur kopiere sozusagen. Ja, also du sprichst was an, was mir auch sehr, sehr wichtig ist. Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch am Anfang eine Tanzlehrerin gehabt, die auch uns viel freier unterrichtet hat im Oriental. Und später waren dann die Lehrerin eher sehr festgelegt in ihren Choreografien. Und ich muss sagen, dass es ja zwei verschiedene Sachen sind, die man dann lernt. Einmal diese freiere Tanzform und einmal ein Tanzstil. So unterscheide ich das für mich jedenfalls. Und es einfach nur ein Plus ist, wenn man das beides kann, weil dadurch wird das Tanzen ja eigentlich authentisch. Genau. Ja, es ist mir auch sehr, sehr wichtig, dass man beides kann. Also ich sag weder das eine ist das Wahre noch das andere, sondern das sind wirklich zwei unterschiedliche Fertigkeiten, und um sozusagen wirklich professionell zu sein als Tänzer, muss man halt umfangreich alles abdecken können.
Ja, und das macht ja im Endeffekt das auch aus, was die Schüler vielleicht auch wollen. Ich meine, wer möchte den ganzen Tag einen Tanzlehrer hinterher tanzen? Das ist ja das, was sie schon in der normalen Schule machen müssen. Immer alles das machen, was der Lehrer sagt. Und das, was in Richtig. ihnen steckt, das sehen wir natürlich am Anfang noch nicht gleich alles, aber ich glaube, dadurch sind sie vielleicht auch motivierter, bei ihm zu bleiben, vielleicht auch für länger, weil das ist ja auch immer das Ziel, dass man nicht alle Nase lang Wechsel hat, oder? Dass sie dann merken, doch, ich bin auch hier selber persönlich gefragt mit dem, was ich kann. Ja, gerade Hip-Hop ist ja ein sehr zeitgemäßer Tanzstil, und ist halt der Tanzstil, der kommerziell am präsentesten immer noch ist. Das heißt, es ist einfach schön für Jugendliche, sich auch auf die Musik, die sie selbst hören, bewegen zu können in jeglichem Umfeld, sei es auf einer Party oder wenn sie einfach nur zu Hause ein schönes Lied hören und sich dazu bewegen möchten, und das dann eben können, weil ja. Das gibt den Leuten einfach, glaube ich, viel, und dadurch steckt auch für mich so viel Potenzial in diesem Hip-Hop. Das wird immer noch nicht ganz so ernst genommen, Hip-Hop manchmal, eben weil das noch so, ja, ein schwer greifbares Thema ist, aber da steckt halt so viel Potenzial drin, und letztendlich ist Hip-Hop eine der größten Kulturbewegungen überhaupt. Kaum eine Kulturbewegung hat es geschafft, so viele Jahrzehnte wirklich on top of the charts zu sein. Ja, stimmt, du hast, also solche würde ich das auch einschätzen. Es ist nach wie vor auch Schulen, die ja, sich dauerhaft halten wollen, würde ich sagen, müssen, ja, zwei von drei Säulen in meiner Welt sind es drei, Kindertanz, Paartanz, also Standard Latein und Hip-Hop anbieten. Also eine Tanzschule mit nur einer Säule, ja, wird wahrscheinlich nicht so lange erfolgreich sein, aber. Es sei denn, man ist halt wirklich hoch spezialisiert, und Ah, okay. dann kann es natürlich funktionieren. Also ich kenne ein paar ganz gute Beispiele, wo es dann reine Hip-Hop-Tanzschulen gibt oder reine so Latin-Tanzschulen. Das funktioniert schon, weil sich die Leute, die es dann wirklich eine Richtung für sich entdeckt haben und sich spezialisieren wollen, die zieht es dann natürlich auch zu diesen Tanzschulen hin. Aber ich sage mal, um eine normale Tanzschule aufzumachen und ein normales Publikum sozusagen abzugreifen, jetzt keine spezialisierten Leute oder so, sondern erstmal die Tanzwelt sozusagen zu eröffnen, würde ich das ja dir da auf jeden Fall komplett zustimmen. Da muss einfach mehr bei sein als nur eine Tanzrichtung. Alex, du hast dich ja sehr intensiv mit Hip-Hop auseinandergesetzt. Du hast nicht nur ganz viel körperlich, auf der körperlichen Ebene gelernt, sondern auch viel Fachliches. War das von vornherein so für dich? Ich wäre ja noch mal ein bisschen so deine Reise ins Ja. Tanzen nachvollziehen. War das von vornherein so, dass du gesagt hast, oh, jetzt die Bewegungen sind so geil und ich mache jetzt 5 Kurse die Woche und ich musste aber noch drüber hinaus mehr lernen quasi? Ja, also mein damaliger Lehrer, Raik Preetz, hieß der, mit dem mache ich heutzutage immer noch ganz viel zusammen. Der fährt seit jeher eigentlich einen sehr systematischen Ansatz, was das Tanzen geht. Also der hat immer versucht, nicht nur die Bewegungen vorzumachen, sondern sie in ihrem Ursprung zu erklären. Also wo kommt jetzt das Momentum der Bewegung her? Wo geht die Bewegung sozusagen los? Starte ich die jetzt aus der Hüfte und füge alles andere hinzu? Oder ist es tatsächlich der Kopf oder was weiß ich? Insofern hatte ich da auch schon von vornherein dann so ein bisschen diese Herangehensweise, dass ich versucht habe, Sachen zu zerlegen zu können und zu verstehen zu können. Und ja, man will dann halt natürlich immer mehr verstehen und immer mehr wissen. Und so hat sich das dann so ein bisschen entwickelt. Also das ist jetzt nicht so, dass das irgendwann gekommen ist und ich gesagt habe, hey, das würde ich jetzt gerne noch mehr verstehen, sondern ich habe schon in diesem, sag ich mal so, angefangen, dass das der richtige Weg ist, Sachen verstehen zu wollen. Also hast du, was das angeht, deinem Tanzlehrer ja doppelt so viel zu verdanken. Hat dich nicht nur tänzerisch, also bewegungstechnisch in Hip-Hop eingeführt, sondern hat euch immer auch noch darüber hinaus sehr systematisch viel, viel mehr Wert geboten, sodass das ja doppelt bei dir fruchten konnte. Richtig, also auch auf anderen Ebenen hat er
quasi, er hat mir letztendlich auch den Einstieg in diese Berufswelt eröffnet. Also dem kann man wirklich an vielen Stellen sozusagen danken. Und das finde ich halt auch das Schöne, die Möglichkeit des Tanzlehrer-Daseins sozusagen, dass man Leuten wirklich was ermöglichen kann, denen einfach neue Horizonte eröffnen kann. Und das eben nicht nur auf einer Ebene, sondern auf so vielen. Du bist völlig Feuer und Flamme in den Hip-Hop sozusagen durch den Tanzfilm angestoßen, da reingerutscht und dann konntest du dich nicht mehr davon trennen, weil es dein Leben extrem bereichert hat. Es ist aber nicht der nächste Schritt, dann zu sagen, okay, ich gebe dann Kurse. Wie kam das? Ja, also im Prinzip habe ich dann von vornherein auch meinem Lehrer sehr, sehr nachgeeifert und fand das irgendwie toll, was er macht. Und das war für mich auch schon ein schnelles Ziel. Also ich wollte es jetzt nicht hauptberuflich machen, aber es ging mir auch eigentlich gar nicht darum, irgendwas beruflich zu machen, aber irgendwie fand ich das so reizvoll, da auch mal vorne zu stehen und den anderen Leuten sowas beizubringen. Dann habe ich sehr, sehr früh schon angefangen, nach 1,5 Jahren des Tanzens schon Kurse zu geben und auch in anderen Tanzschulen zu unterrichten, was rückblickend natürlich ein bisschen sehr früh war. Also tänzerisch war ich vielleicht noch gar nicht so weit, dass ich da hätte Lehrer sein sollen. Aber heutzutage profitiere ich davon natürlich, dass ich eben diese jahrelange Erfahrung im Unterrichten habe. Wir haben ja uns für zwei Teile verabredet, deswegen meine Abschlussfrage für den jetzigen Teil zu diesem Ganzen. Erzähl mir noch mal ganz kurz und auch den Zuhörern, was du jetzt beruflich machst. Denn es war nicht angedacht, hast du gerade gesagt, aber es hat sich ja megamäßig entwickelt, sodass du jetzt Vollzeit-Tanzlehrer bist. Was machst du heute? Genau, also ich habe nach meinem Abitur noch Medienmanagement studiert und auch im Bachelor abgeschlossen. Und neben des Studiums wurde das mit dem Tanzen aber schon immer mehr und mehr und mehr. Und dann habe ich halt, wie gesagt, unterrichtet und auch immer mehr unterrichtet und dann ging es los mit Shows zu tanzen und auch Shows zu choreografieren eben in diesem industriellen Bereich und es ist einfach so gewachsen, dass ich im Prinzip während des Studiums schon ein Vollzeiteinkommen hatte, obwohl ich quasi noch studiert habe und dann stand ich nach dem Ende meines Studiums da und hatte eben die Wahl, gehe ich jetzt, so doof das klingt, aber an den Schreibtisch und arbeite da 9 to 5 oder macht mir das, was ich nicht gerade mache, nicht eigentlich schon so viel Spaß und ich die Basis jetzt schon habe, dort damit Geld zu verdienen. Und dann habe ich mich halt fürs Tanzen entschieden und hatte dadurch, dass ich es eben schon so viele Jahre davor gemacht habe, das große Glück, dass ich mir nicht erst irgendwas aufbauen musste, sondern schon da war und ich einfach nur weitermachen musste. Also sehr, sehr spannend. In der nächsten Folge will ich davon noch mehr hören, denn du hast ja schon auf vielen verschiedenen Shows getanzt. Du warst auch noch ein halbes Jahr in New York, das müssen wir auf jeden Fall noch hören. Für heute, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, machen wir eine kleine Pause. Wir spannen euch noch ein bisschen auf die Folter und in der nächsten Folge geht es noch ein bisschen weiter mit Alex Spannenden Tanzlehrer, Leben und vor allen Dingen auch seinem großen Projekt der Dance University. Also bleibt dran und hör auf noch die nächste Folge. Bis dahin.